Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Zoe Interactive Story mit Folge 17, die große Lüge. Oh, diesmal sind wir vor einem Haus und nicht vor der Schule, wo immer dieselben People rumlaufen. Ich ertrage es nicht, dich so zu sehen, Zoe. Was geht hier vor? Nichts. Ich werde okay sein. Achso, das heißt, du bist jetzt nicht okay, aber du wirst okay sein. Ja, dann bin ich beruhigt. Du weißt, dass du auf mich zählen kannst, oder? Seit Matt mir geholfen hat, sind seine Mitspieler gemein zu ihm. Voll fies. Mach dir keine Sorgen um Matt. Er passt gut auf sich selber auf. Oh Gott, dieses Grinsen. Aber ich fühle mich damit nicht besonders gut. Sie mobben ihn. So Mobbing, 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 Mobbing. Darf ich Zoe jetzt Tila nennen? Mobbing, 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 Mobbing. Er wird sich selbst um seine Sachen kümmern. Wie geht's dir? Ich möchte einfach nochmal sagen, mir geht's gut, mir geht's gut. Ich bin okay. Okay, okay. Es fällt mir schwer, mich an mein neues Leben zu gewöhnen. Dein Leben hat sich abrupt verändert, Zoe. Lass dir Zeit. Es wird besser. Das verspreche ich dir. Und wir in die Schule und es stehen immer dieselben People dort rum. Hat Francis dir von Summers erzählt? Was ist denn passiert? Francis wollte ihm für seine Hilfe mit dem Talisman danken. Und Summers sagte, er wüsste nicht, wovon Francis sprach. Merkwürdig. Erst hilft er uns und dann ignoriert er uns. Fräulein Anderson, gibt es etwas, das Sie uns mitteilen möchten? Nein, Professor, wir sprachen über den interessanten Unterricht. Gott, kann man eigentlich noch schlechter lügen? Aha, wenn ihr euch über Mathe unterhalten habt, ist es okay. Ja. Ich meine, ja. Dann ist heute euer Glückstag. Ich gebe euch ein spezielles Projekt. Paarweise. Zu diesem Thema. Es wird beim Lernen helfen und euch als Klassenkameradin näher bringen. Also, das erste Zweiergespann werden Francis und Bruce sein. Och, Mello. Matt, du wirst dich mit Gala zusammentun. Zoe, die Expertin in dieser Sache, arbeitet mit Lucas zusammen. Oh shit, das gibt noch Stress mit Gala. Immer noch von diesem Freak besessen. Ach, weißt du, ich kann einfach nicht anders. Ich kann nicht anders. Sie ist einfach ein besonderes Mädchen. Siehst du nicht, wie seltsam sie ist? Guck dir ihre Haare an. Sie sind pink. Was meinst du damit? Sie hat sich die Haare doch nur gefärbt. Sie macht komische Dinge und sie macht Zaubertricks und sowas, so den Daumen abnehmen und sowas, das ist voll strange und übersteigt meinen Horizont. Bruce, du redest wirres Zeug. Weißt du, sie hat mein Handy mit ihrem Verstand kaputt gemacht. Sie hat dem Handy wahrscheinlich eine Headnut gegeben. Mit dem Verstand, ja. Wovon redest du denn? Ich sagte, dass Zoe ist eine... Ich
Ich habe keine Zeit für solche Dummheiten. Na, das Traubärchen. In dieser Funktion beträgt jeder Punkt die Tangent... Oh Gott, dammit, was ist das für ein Wort? Die Tangentenlinien... Oh Gott, das, was da steht! What? Das heißt, die Abteilung der Funktion in jedem Punkt. Capisch? Verstehst du das? Natürlich. Mathe Skills over 9000! Und natürlich auch Detective Skills. Wenn du es kapierst, ist das gut. Wir sind echt ein tolles Paar. Da, dam, da, da. Oh, 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 oh. Können wir die Aufgabe besprechen oder reden wir überhaupt nicht mehr? Sei nicht fies. Wir können uns vertragen. Auch ohne zusammen zu sein. Vielleicht, und aber dafür bringe ich keine Blannies mit. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Ohne Blannies. Wir müssen das irgendwie schaffen. Ich habe nämlich alle Blannies schon aufgegessen. Nachdem was passiert ist, unmöglich. Wir haben alles geteilt. Vor allem die Blannies. Außerdem glaube ich dir noch immer nicht. Du hast dir das Rezept nie im Leben alleine ausgedacht. Was glaubst du nicht? Das Rezept habe ich mir rausgedacht. Blöd. Liebst du mich wirklich nicht? Nein, wir nehmen jetzt, liebst du mich wirklich nicht? Hast du keine Gefühle mehr für mich? Liebst du mich echt nicht? Das ist so traurig. Ich liebe dich, aber wir können trotzdem nie zusammen sein. Warum tust du mir das an? Warum steht sie nicht auf und rennt weinend weg? Dann würde das hier viel mehr Sinn machen. Mach es nicht noch schwerer, als es sowieso schon ist. Aber ich muss das verstehen. Sonst gucke ich dich böse an. Moment, das tue ich gerade. Dann fange ich an zu weinen. Wir können nicht zusammen sein. Das musst du einfach verstehen. Keine Blänis mehr für Zoe. Dann verheimlichst du mir etwas. Wenn dir etwas in die Quere kommt, musst du kämpfen, Lukas. Chaka, du schaffst es. Sonst bist du einfach nur ein Feigling. Zoe, bitte. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ich denke, das reicht. Ei, blöd. Und es wird abends. Hey Zoe, kann ich reinkommen? Du bist schon reingegangen! Sicher, Matt. Alles in Ordnung? Ich hatte schon bessere Tage. Ich auch. Ich bin ganz so. Was passiert? Sie haben mich im Footballteam auf die Bank geschickt. Das ist mir noch nie passiert. Ich verstehe es nicht. Du bist einer der besten Spieler. Genau. Woanders bin ich auch noch gut. Glaubst du, es hat was damit zu tun, dass du mir mit Bruce geholfen hast? Ich fürchte, ja, Bruce ist der Captain, weißt du? Ich weiß, er ist dein Freund. Aber er benimmt sich wie ein Idiot. Ich glaube, er mag dich auch nicht. Aber ich mag dich. Ich mag auch ihn. Ich mag jeden. Wenn du verstehst, was ich meine. Es ist irgendwie schmeichelhaft, dass er mich nicht mag. Er hat mir erzählt, du hast sein Telefon mit deinem Verstand kaputt gemacht. Was? Was geht hier vor? Ist an der Geschichte etwas Wahres dran, ne?
Komm, sag es mir. Das willst du nicht wissen, aber Bruce denkt sich Sachen aus. Er denkt sich Sachen aus. Vergiss es. Bruce erfindet Dinge. Hat eine Menge Fantasie. Das sehe ich. Leider benutzt er diese nur, um andere zu ärgern. Was? Ich habe auch eine Menge Fantasie. Das Wort hat er wahrscheinlich gerade in dem Augenblick gedacht. Und, ja, Sam People. Ich bin froh, dass wir geredet haben. Nun fühle ich mich besser. Du kannst dich auf mich verlassen. Wir müssen ehrlich miteinander sein. Was ist los, Matt? Amüsierst du dich mit den Freaks? Vorsicht, Bruce. Du treibst es zu weit. Und das lasse ich nicht zu. Verstehst du? Sonst treibe ich es auch. Vielleicht zu weit. Du bist kein Verlierer wie Carla, Francis und Zoe. Wenn du dich nicht distanzierst, wirst du abschauen wie sie sein. Glaub mir, früher oder später. Sprich nicht so über meine Freunde. Sprich nicht so über meine Freunde. Aha, ich sehe, der Freak hat Mut. Hör auf, Bruce, ich warne dich. Was willst du denn tun, dass ich aufhöre, hä? Beruhig dich, er will dich doch einfach nur ärgern. Ignoriere ihn. Ich kümmere mich schon um ihn. Wir haben später noch Training und danach sind wir in der Dusche. Mehr muss ich dir wohl nicht erzählen. Sieh mal, wer hier ist, um sie zu retten, ihr Bruder, Freund. Ich brauche niemanden, der mich rettet. Siehst du, sie ist ein Freak. Einmal ein Freak, immer ein Freak. Bleib genau dort stehen. Eine Spinnerin wird mir nicht sagen, was ich tun soll. Oh, sie hat sich verändert. Mein Spind! Zoe, du böses Mädchen, du. Du hast mich angelogen. Du bist eine Hexe. Und damit haben wir diese Episode auch durch. 21%, dann 8% und 32%. Und das war's auch mit dieser Episode von Zoe. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir Zoe weiterspielen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag und sage auf Wiedersehen. Ciao!